Ein kleines Land im Herzen Europas, umzingelt von zusehends zerstrittenen Nationen. Die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts sind angebrochen und die ganze Welt ächzt unter einer schweren Wirtschaftskrise, so auch die Schweiz. Es gilt, sparsam zu sein und die vorhandenen Ressourcen klug einzusetzen. Und bloß niemanden verärgern, das wäre schlecht fürs ohnehin schlechte Geschäft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Kampagne von Transport Fever 2. Wir spielen die Mission Schweizer Qualität. Es geht in die Alpen. Und da freue ich mich schon drauf. Die Weltwirtschaft liegt am Boden. Die politische Großvetterlage verdüstert sich. Auch in der Schweiz blickt man sorgenvoll auf das Geschehen. Ausgerechnet in dieser prekären Situation wurdest du befördert. Seit kurzem lenkst du die Geschicke der Schweizerischen Bundesbahn. Trage dazu bei, dass das Land diese schwierigen Zeiten unbeschadet übersteht. Die Zukunft sah auch schon rosiger aus. Das gilt auch für die Schweizerischen Bundesbahnen. Das Geschäft ist selbst für eine Staatsbahn zu verlustreich. Du hast die ebenso schwierige wie undankbare Aufgabe, möglichst viele Kosten einzusparen und dennoch die Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Na dann, viel Glück damit. Es ist schmerzhaft, aber es geht nicht anders. Du bist gezwungen, den Service einzuschränken und unrentable Dienste aufzugeben. Und damit herzlich willkommen in der Schweiz. Wir spielen die Schweizer Bundesbahn. Es geht also mal ein bisschen nach Europa mal wieder. Wir waren jetzt sehr viel. Warum gar nicht? Wann war das jetzt mal in Europa? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall geht es hier jetzt in die Schweiz. Wir haben wichtigsten Schweizer Städte drauf. Wie Friedrichshafen, was jetzt schon Deutschland ist. Und Como, was Italien ist. Also genau hier zwischen. Ich würde sagen, wir sollten jetzt erstmal gucken, dass wir die Verluste auf maximal 200.000 beschränken. Ich weiß noch, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Ich muss mal gucken, ob ich das diesmal genauso mache oder ob ich das jetzt ändere. Wir schauen mal eben, was wir an Lokmaterial hatten und Strecken. Linie 1 Zürich-Friedrichshafen. Also die Linie werde ich auf jeden Fall überarbeiten. Und zwar so, dass wir die beiden Haltestellen dazwischen einfügen. Ein bisschen gehe ich wieder aufs Prinzip, wie ich auch letztes Mal, ganz kurz zur Erklärung letztes Mal. Ich habe das Ganze schon mal aufgenommen, das werdet ihr aber leider nie zu sehen bekommen, denn die Folgen sind weg, für alle, die jetzt neu dazu kommen. Und deswegen kenne ich ein bisschen die Kampagne schon und weiß, was ich ein bisschen machen kann. So, Bregenz zweimal hinzugefügt, das ist natürlich unnütz. Bregenz. Zürich-Friedrichshafen. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Mal ganz ruhig. Also wir starten in Zürich.
Dann machen wir das so. Linie 1. Das hier ist Zug. Zug. Hafen. Ich habe keine Lust, das auszuschreiben. Zürich. So, perfekt. Das ist also Linie 1. Jetzt ist die Frage, wie wir in Italien den Verkehr aufrechterhalten oder von Italien aus. Bellinzona hat 69, oder Como hat 136, Locarno hat 67. Die Frage ist, wie wir das mit den. Also Zürich ist halt. Der Großstadt Friedrichshafen und Zürich müssen auf jeden Fall verbunden bleiben. Diese Verbindung werde ich auf jeden Fall beibehalten. Wir müssen auch in Friedrich. Komm, machen wir erstmal. In Friedrichshafen und Zürich einen Nahverkehr aufbauen. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die wir machen müssen. Manchmal muss man auch etwas investieren, um Verluste zu mindern. So ist das manchmal in der Wirtschaft. Man kann nicht immer nur alles einschränken, weil dann funktioniert das meistens nämlich auch nicht besser. So, die Frage ist, wollen wir. Also Zürich bekommt auf jeden Fall Straßenbahnen. So. Und zwar würde ich die ganz gerne dann hier auch drauf legen. Einmal kurz. So. Wie wird es jetzt? Eigentlich können wir die einmal quer hier rüberlegen. Dann haben wir eigentlich schon alles abgedeckt. So kann ich mich das letzte Mal gemacht. Dann hier einmal so quer die Strecke rübergelegt. Und hier hinten Wendehammer reinbauen. Also das hier wenden. Zack. Vielleicht nochmal hier. Genau. Dann hier. Dann hier oben. Und dann dürfen sie hier oben einmal drehen. Oder wir lassen die hier noch links rausfahren. Ne? Wir gucken mal, ob wir alles abgedeckt haben. Aber eigentlich deckt man hier ganz gut damit alles, fast alles ab. Wir bieten hier vorne nicht, aber das ist eine Verbindung. Ja, das passt. So, die bringt nämlich ordentlich auch Geld, Straßenbahn. Aber auf dieser Strecke sollte ganz in Ordnung sein. Über den Teil hier, wir haben das alles abgedeckt, das passt. Wir könnten eine Querverbindung so nochmal bauen. Ich überlege, ob wir Schaffhausen und Zürich mit einem Bus anbinden. Oder der Überlandtram. Weil die liegen so nah beieinander. Können wir fast überlegen, ob dann ein Zug sich lohnt. Gibt ja auch eine Idee. Jetzt wollen wir erstmal eine neue Tramlinie aufbauen. Ist aber, glaube ich, eher eine Überlegung für später, würde ich sagen. So, perfekt. Kaufen wir hier ein paar Trams. Welche nehmen wir denn hier? Aus Gotha. Oder wurde in Gotha zumindest gebaut? Das ist aus der. Ach, das sind die aus Schaffhausen. Die müssten wir eigentlich in Schaffhausen einsetzen. Deswegen überlege ich, ob ich eine Tramlinie zwischen Schaffhausen und Zürich baue. Wir nehmen aber, ich denke mal, die hier. Und eine neue Linie oder Linie 1 ist schon eingerichtet. Genau. Und Friedrichshafen. War Friedrichshafen auch eine Tram verpassen oder sollen die Bus kriegen? Ich würde sagen, Friedrichshafen bekommt Busverkehr. Boah, eigentlich wird sich fast die Tram lohnen, ne? Die sind genauso groß. 301, ja nicht ganz so groß wie Zürich. Aber ich würde sagen, so, es geht in die Richtung. Deswegen würde ich hier auch wieder mit Tram arbeiten. Die anderen Städte können wir ja mit Bussen bauen. Nur, dass wir hier, ja genau, hier wieder so hochfahren lassen. Einmal in der Mitte, würde ich sagen, das passt ganz gut. Dann brauchen wir noch ein Tramdepot. Das haben wir hier. Oder wir nehmen, nee, lass uns lieber, ich habe gerade entschieden, ich will die gelben eigentlich hier in Deutschland nehmen. Und dann die anderen in der Schweiz. Also die blauen. Ich glaube, die Zürich City Straßenbahn noch blau, bin mir ziemlich sicher. Deswegen, ach nee, da wollte ich nicht so wie in der Schweiz machen, wie in Zürich machen, sondern so hier hoch, würde ich sagen. Bauen wir den jetzt noch einmal ein paar Haltestellen ran. Ja, komm, wir hinten können wir auch noch einen hinstellen. So, genau. Nee. Keine Busspur. Ich wollte. Busspur kann auch wieder weg.
Das Buschspur? Ja. Ach, ich habe eine Buschspur gelegt. Ich bin auch ein Trottel. Ich wollte Tramgleise legen. Ich lege immer eine Buschspur hier hoch. Ja. Und Konzentriertheit und sowas. So, zack, 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 zack. Und dann binden wir das hier einmal so an. Sehr gut. Beide. Hier hoch. Und hier hinten. Und ich weiß nicht, müssen wir hier hinten auch noch eine? Ja, einen müssten wir eigentlich schon als Endpunkt. Müssen wir ziemlich in die Erde graben. Fährt jetzt hier den ganz schön den Berg hoch, aber das kommt auch mal vor. Finde ich auch ganz cool. So. Ich weiß gar nicht, über den Friedrichshafen in Wilhelmshaven eine Tram hat. Wahrscheinlich früher schon. Wie hatte gefühlt jede Stadt heute früher, also jede kleinere Stadt eine Tram in. Oder eine Straßenbahn. Wenn wir in der Schweiz, dann können wir Tram sagen. In Deutschland. Oder auch generell in Europa. Aber viele, viele wurden dann weggenommen später, um dann Busse rauszumachen, so in den 60er, 70er Jahren. Oder Buslinien rauszumachen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Friedrichshafen auch mal eine Tram hatte. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr aus der Nähe kommt. Oder vielleicht selbst aus Friedrichshafen sogar. Oder die Stadt einfach kennt. Am Bodensee hier. Habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Hier ist hier der Bodensee. Ne? Wir können ja gleich ein bisschen die Map nochmal ein bisschen genauer angucken. Ein bisschen die Landschaft kennenlernen. Ja, das passt. Dann setzen wir hier mal auch die gelben Trams ein. 1, 2, 3 sollte reichen. Die 3 bitte. Linie 5. Was sagt der Takt? 68 Sekunden. Ich gehe nochmal kurz. Die 38 sogar. Vielleicht ein bisschen zu hoch. Schauen wir mal. Wir müssen ja in dieser Kampagne sehr aufs Geld achten. Ich würde diese 3 Trams gerne nochmal verkaufen. Ich hoffe, das hat mich jetzt auch kein Geld gekostet. Linie 4 war das? Ne, Linie 3. Linie 1 war es. Jo. Ich würde nämlich lieber die blauen Trams einsetzen. Und ich überlege tatsächlich, die Überlandtram nach Schaffhausen zu bauen. Ich finde die Idee ganz cool. 4, wir schauen mal eben, was der Takt sagt. Ich würde mindestens 60 Sekunden gerne als Takt haben. 67, einen können wir, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sollten lieber eine in Friedrichshafen wegnehmen. Ich glaube, 67 ist besser vom Takt her. Oder? Ach, 30 Sekunden ist eigentlich für den Nahverkehr gut. Falls ihr das Klapper übrigens hört, das sind in meinen Videos letzter Zeit ab und zu leider mal drin, dass mein Stuhl, dessen Sitzfläche ein bisschen, der ist aus Holz, dessen Sitzfläche ist ein bisschen eben. Ich weiß nicht, ich hab so lange keinen Dingsstuhl mehr gehabt. Ich sitze immer auf Holzstühlen, bei mir am PC sitze. Vielleicht nicht ganz so super, aber ich weiß nicht, ich brauche keinen teuren Gaming-Stuhl. Weiß nicht, dieser Typ für. Zumal die auch arschteuer sind. Da geht mein Geld lieber anders aus. Dann lassen wir das Auto hier mal rausfahren. Auto, den Tram natürlich. Die wunderschöne blaue Tram, die eigentlich aus der Nachbarstadt Schaffhausen stammt. So. Damit hätten wir die Linie, sollte dann schon mal ganz gut in Betrieb sein. Wir könnten jetzt nochmal gucken, was die anderen Linien sagen. Linie 2. Das ist. Was macht die? Die bringt Lebensmittel zur Lebensmittelfabrik. Gut. Wollen wir die verlängern? Dass wir sagen, wir verlängern die Richtung Zürich und Orte, die sowas brauchen. Na, Lebensmittelversorgung. Wäre so meine Idee. Oder nach. Wir könnten den Friedrichshafen verlängern, wäre meine Idee. Dass wir hier im Güterbahnhof die abdecken. Ich glaube ja, dass die Wagen eh beides können. Wir gucken nochmal nach. Obwohl, das ist Getreide, ne? Getreide ist Kipper. Also offene Wagen. Ich glaube nämlich doch nicht. Das ist die Linie 2 gewesen, oder welche Linie ist das? Welche Linie war jetzt hier die Linie von hier? Da kommt keine an. Hier, Linie 2. Linie 2 hat
offene Wagen vermutlich. Fahrzeug verwalten. Fahrzeug ändern. Das sind übrigens völlig falsche Wagen für Getreide. Das ist auch wieder jemand. Dabei saß, mein Vorgänger war echt ein Experte. Ja, das geht nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Schade eigentlich. Da muss Linie 2 die hinteren Stationen wieder rausgenommen werden. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Bregenz und Friedrichshafen müssen wir hier aus der Linie wieder rausnehmen. Hallo? Ja. Und Bregenz. So. Das geht leider nicht anders. Die Frage ist, ob wir das mit LKWs lieber machen. Die Lebensmittel verteilen. Nee, ich denke, wir lassen das so. Dann verteilen wir noch einen Lebensmittelzug, würde ich sagen, der auch dieselbe Linie abfährt, würde ich sogar sagen. Vielleicht in Luzern, Zürich, St. Gallen, Bregenz, Friedrichshafen, alle mit Lebensmitteln versorgt. Dann brauchen die natürlich noch eine LKW-Versorgung. Das wäre so meine nächste Idee. Ja, das wäre dann eine neue Linie später. Also ich nenne die jetzt erstmal Getreide Nord. Weil ich glaube, es gibt einen auch Getreide in der Südschweiz. Deswegen würde ich es einfach Getreide Nord nennen. Nordzug. Perfekt. Wir wissen, was es ist. Das ist Linie 1. Das waren ja Lebensmittelfabrik. Die Frage ist, ob wir die Lebensmittelversorgung im Süden kappen. Die brauchen hier auch. Die könnten sogar auch Kohle gebrauchen. Ich glaube, das ist später sogar noch eine Mission. Dass wir Kohlezüge schicken müssen. Wie gesagt, ich kenne ja die ganzen Missionen hier schon. Übrigens, die Musik lädt einen im Gegensatz zur letzten Folge voll zur Entspannung ein. Man merkt an der Musik, wie ein Spiel Musik, oder wie Musik auch das gleiche Spiel beeinflussen kann. Die letzte Musik hat eine sehr, sehr aufregende Musik, 20er Jahre Musik, richtig, also eher aufregender. Diese Musik ganz entspannte, und man ist auch viel entspannter, aber ist halt die Schweiz, ne? Ich will ja keine Klischees aufbauen, Entschuldigung. Aber die Schweiz hat jetzt nicht den Ruf, oder Schweizer haben nicht den Ruf, hektische, super, super hektische Leute zu sein. So, wir haben hier sogar teilweise schon elektrische Leitungen auf Teilstrecken. Ich weiß gar nicht bis wo. Könnten wir später auch mal über nachdenken. Wir nehmen jetzt aber erstmal das vorhandene Zugmaterial. Also das ist die Lebensmittel. Wo fährt der jetzt genau lang? Der fährt hier zur Lebensmittelfabrik und bringt das nach Como. Das bringt uns ja rein erstmal überhaupt nichts. Getreide Nordzug. Da muss ich jetzt den Zug, wollte ich nur bearbeiten für Getreide Nordzug. Gefährdetes Fahrzeug ändern. Dann bitte da. Wir müssen auch nicht den teuren Zug vorspannen. Wir brauchen da nichts Schnelles. Etwas Langsames. Hier nehmen wir die. Ist wesentlich günstiger vermutlich. Obwohl, im Unterhalt. Ah, die Hälfte. Wir haben ja keine schweren Cargowagen dahinter. Dann hängen wir drei Wagen, vier Wagen dahinter. Fünf. Das ist ja keine lange Strecke. Dann haben wir da, glaube ich, auch Einsparmaterial. Einsparungsmaterial. Ja, Verlust letzten Monat ist natürlich hoch, weil wir jetzt gerade investieren, um, wie gesagt, wir investieren, um später den Verlust zu mindern. So, das ist der Zug Richtung. Der muss auch mehr Wagen bekommen. Also der Friedrichshafener Zug. Der wird, ich kann euch sagen, der wird genutzt werden. Ich werde das Fahrzeug ändern. Ich würde sogar sagen, das ist erstmal die einzige Linie, die wir dem gönnen. Was schaffen die eigentlich? Was sind das für Wagen? Sind das Donnerbüchsen? Jipp. 100. Ja, 100 ist gut. Dann hängen wir noch zwei Wagen dahinter. Mittelmäßig, ja, schon? Echt? Sollte aber trotzdem gehen. 5-Wagen-Zug. Überlege, ob wir uns einen weiteren 5-Wagen-Zug nehmen oder den anderen Zug von der Linie runternehmen. Dadurch, dass ich schon mal gespielt habe, weiß ich jetzt leider schon, welche Linien funktionieren und welche nicht. Deswegen würde ich jetzt erstmal die Süd. Die hat mir nur Probleme bereitet, hier die südliche Strecke. Und zwar war ich nämlich
sehr, sehr inkonsequent und habe einfach alles drin gelassen. Das lassen wir mal weg. Nicht Linie 4, das Fahrzeug. Wollen wir den auch auf der Linie einsetzen? Linie zuweisen. Ich würde den sonst vielleicht sogar verkaufen, ehrlich gesagt. Ja. Und Linie 4 erstmal löschen. Linie 5. Friedrichshafen. Transfer, Schillerstraße. Okay, das ist richtig. Also wir konzentrieren uns jetzt auf den Verkehr zwischen Friedrichshafen und Zürich. Die Südschweiz kommt später. Die ist nämlich echt ein bisschen unprofitabel, weil wir hier kaum vernünftige Städte haben, die eine gewisse Größe haben. Im Norden haben wir Zürich und Friedrichshafen und können die beiden super verbinden und damit Geld machen. Das ist Linie 1, ne? Das ist, dann können wir das schon mal umbenennen. Das ist Tram Zürich. Das ist die südliche Lebensmittelversorgung. Wollen wir die auch erstmal rausnehmen? Also ich würde sagen, wir machen jetzt ganz eiskalt. Linie 3, was ist denn Linie 3? Das ist hier ein Lebensmittelzug, ne? Der ist sogar richtig ausgerüstet, glaube ich, von dem Wagen her, ja. Wir könnten, müssten also die Lebensmittel von hier, vom Bauernhof, von Locarno, hier rüberbringen. Das könnten wir eigentlich so lassen fast. Überlege ich gerade. Fahrzeug verwalten, das sind die richtigen Wagen. Dass wir den so bauen, dass der teilweise Lebensmittel, teilweise Getreide mitnimmt, dann würde sich der fast lohnen. Wir probieren es mal. Können wir, nee, spannen wir die große durchaus vor, hätte ich jetzt gedacht. Und versuchen mal einen Cargo-Wagen dahinter zu kriegen. Heißt 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, sollte passen. Was reicht? Wir gucken mal, was passiert, wenn wir die andere Lokomotive davor spannen. Mittelmäßig, sollte trotzdem reichen. Ändern wir. War jetzt teuer. Jetzt schaue ich nochmal mal, ob die Linie Sinn ergibt. So. Wir fangen also an in hier vorne, Güterbahnhof. Fahren dann hier hin. Bringt dann die Sachen wieder hier ab. Und hier. So. Wir beobachten das mal, ob das funktioniert von der Lok her. Hat der jetzt nur doch 3-3 Wagen? Falls das nicht finanziell nicht bringt, kommt die Lok auch gleich wieder weg. Wichtig wäre jetzt eine Lebensmittelversorgung im Norden. Den haben wir schon eingesetzt. Jetzt errichten wir noch eine neue Linie ein. Das war jetzt. Genau, das ist Lebensmittel Süden. Dann brauchen wir noch eine neue Linie, die Lebensmittel-Nordlinie. Ja, wir starten einfach hier und machen die andere Rundfahrt. So. Über Zürich. Genauso. Dann heißt die Lebensmittel Norden. Lebensmittel Norden. Da müssten wir noch LKWs bauen, um die auch vernünftig wegzukriegen, die Sachen. Wir müssten uns auch gleich mal Nahverkehr in Bregenz und so kümmern. Bregenz ist, glaube ich, gar nicht so krank mit 39 Einwohnern, das passt. Und Zorn ist relativ klein. St. Gallen ist jetzt auch nicht groß. Luzern, nee, Luzern, weil ich jetzt nicht mehr mit dem Zug erstmal an bin. St. Gallen hat das Glück, dass das hier direkt an der Strecke liegt. Man könnte überlegen, ob man St. Gallen und Romazon vielleicht lieber mit dem Bus verbindet. Gucken wir mal. Bregenz allerdings, das ist ein bisschen doof, dass hier nur dieser Teil abgedeckt ist. Bregenz braucht einen Bus. Was würde für St. Gallen? St. Gallen wird der ganze Ort fast vom Bahnhof abgedeckt, das ist in Ordnung. Deswegen Bregenz werden wir einen Bus einrichten. So. Nochmal. Was fehlt uns noch? Ich wollte gerade mal gucken. Bregenz, Bregenz ist ja noch Schweiz, ne? Ich guck mal. Ich mal ganz schnell googeln. Nicht, dass ich hier wieder Quatsch erzähle. Bregenz Stadt. Bregenz ist Österreich. Stimmt. Das ist ja Dreiländereck. Ich gar nicht gedacht. Das ist Österreich. Habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Stimmt ja. Okay. Oder wer historisches auskennt, bald kurze Zeit mit Deutschland. Aber nur kurze Zeit. Aber da kommen wir hin zu dem Kapitel. Ich kann schon versprechen, wir haben viel auch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Also viel, so als die Schweiz so mittendrin zwischen den ganzen Kriegsparteien.
Eigentlich vor allen Dingen zwischen einer Kriegspartei. Aber das wird auch noch wichtig. Das kommt dann aber noch. So, ich hoffe, ich wollte noch einen Zug kaufen, ne? Ja, genau. Zwar hätte ich ganz gerne. Den werde ich jetzt über die große. Mal das große Kreuz machen. Wagen. Gedeckter Güterwagen. Nee, ich würde gerne. Doch, ich brauche gedeckte Güterwagen. Wir hängen da mal wirklich Wagen hinter. 109 Meter, kaufen. Jetzt will ich aber. Brauchen wir noch einen Lebensmittel? Wir gucken mal ganz kurz, wo die Güter hin müssen. Wenn wir jetzt hier einen LKW kaufen, können wir gerade gar nicht. Also können wir Straßen. Dings, Gebäude, Straße. So. Fahrzeuge kaufen. Einmal Opel Blitz. Ja, ja, ist richtig. Jetzt wollte ich aber gucken, wo wir hier die. Können wir das nicht hier auch eben sehen? Ja. Da hinten müssen wir. Also, das bringt überhaupt nichts, wenn wir das hier liefern. Das heißt, wir müssten da am Bahnhof tatsächlich auch eine Abholstation für Güter bauen. Wahrscheinlich so eine. So, ja, ein bisschen Häuser mussten wir jetzt wegnehmen. Ist nicht ganz so günstig. Aber das lohnt sich schon. Jetzt hier sagen, hier. Dann hier oben noch. Und dann hier. Dürften wir alles damit abgedeckt haben. Genau. Dann kaufen wir hier Fahrzeuge. 1, 2, 3, 4. 4 sollte erstmal reichen. Neue Linie. Vielleicht sogar schon zu viel Fahrzeugen. Wir werden gleich beobachten, welche Linie Geld macht und welche nicht. Und dann eiskalt aussortieren. Das hier ist das der Zürichsee? Hier, ich glaube, hier. Ich kenne mich nicht ganz so super in der Schweiz aus, aber so ein bisschen. Also Bodensee kennt man, aber sonst. Wenn ich Quatsch erzähle, sagt mir das Bescheid. Sagt mir Bescheid, nicht sagt mir das Bescheid. So. Wir gucken mal einmal, wie die Güterversorgung hier aussieht, in Friedrichshafen. Wir haben irgendwie noch gar nicht gespielt, ne? Ich mache hier gerade nur Aufbau. Ich brauche auch Maschinen. Na, darum kümmern wir uns später. Jetzt kümmere ich mich erstmal darum, dass ich hier eine Lebensmittelversorgung hinkriege. Ich mache das jetzt hier so hin, dann müssen wir nicht die ganze viel wegnehmen. Ja. Und binden das mal hier an. So, so, so. Ah ja, das war viel zu viel. Ja, ja, sorry. Das war alte Gewohnheit von mir. Jede Haltestelle ein bisschen übertrieben, ich weiß. So. Dann haben wir hier abgedeckt. Eigentlich reicht das, oder? Wollen wir ganz kurz gucken, wollen wir wegnehmen? Ja, müssen wir das Ding hier ausschalten. Ja. Das ist der Bereich, das ist der Bereich. Das passt, das reicht locker. Dann eine neue Linie. Brauchen wir auch wieder ein Fahrzeugdepot. So, Fahrzeugdepot, genau. Dann kaufen wir uns hier mal drei. Drei sollte auf jeden Fall reichen. Eine neue Linie bitte. Müssen wir gleich auch noch benennen, die Linien. Nee, weg. Erst hier unten. Passt. Schauen wir einmal, welche jetzt. Was war Linie 1? Was war Linie 1 jetzt? Das war LKW oder Lebensmittel Zürich LKW. Jo. Dann haben wir noch Linie 2 war. Das war die Lebensmittelversorgung in Lebensmittel F-Hafen. LKW, genau, Friedrichshafen, LKW. Und Linie 5. Ach, das war. Tram. F-Hafen. Passt. Gut. Dann können wir eigentlich mal loslegen und schauen,
ob sich das Ganze, was wir jetzt hier machen, finanziell lohnt. So. Ertrag jetzt im Blick behalten. Eigentlich müssten die Leute jetzt gleich schnell zu den Bahnhöfen kommen. Durch die neuen Trams. Worauf warten die denn jetzt? Kein Weg elektrisch. Gut, dass ich das gerade direkt entdeckt habe, sonst wäre unser ganzes Konzept schon im Eimer gewesen, weil ich wenig aufgepasst habe. Kein Weg elektrisch heißt, wir haben irgendwo was vergessen. Hier ist doch überall. Ach hier, haha. Nee, brauchen wir gar nicht. Das ist ja nicht die Haltestelle davon. Wir halten ja hier unten. Nee, ich sehe jetzt gerade nicht, warum ihr nicht weiterfahren wollt. Liebe Trams, was ist los? Jetzt vielleicht. Manchmal sind die einfach, müssen einfach ein bisschen zurücksetzen, bis sie es begreifen. Ja, perfekt. Wir gucken, ob mal einmal in Friedrichshafen die Trams fahren. Die fahren schon. Sehr gut. Das passt. Da stehen eigentlich noch Leute, keine Leute am Bahnhof. Aber das kommt. Ein bisschen hier Ertrag angucken. Ja, die Lok verbraucht jetzt richtig viel, aber die, keine Sorge, die wird gleich produktiv, die wird gleich sinnvoll. Was steht er denn hier rum? Friedrichshafen Zürich hat angeblich keinen Weg. Das ist aber Bullshit. So, irgendwie müssen wir jetzt ein paar Mal zurücksetzen. Jetzt bitte. Sehr gut. Weil hier warten schon über die ersten Leute. Müssten auch gucken, ob wir dann eventuell da eine zweite Lok ansetzen, weil ich weiß, dass die Linie echt gut genutzt wird dann. Einmal. Wir können auch gerne mitfahren, das machen wir erstmal. Komm, wenn die gleich in Friedrichshafen ist, steigen wir mal ein und fahren da mal mit. Mit dieser. Die haben wir schon in der letzten Folge ja schon gesehen, die Lokomotiven sind ja dieselben. Erstmal noch mit der Dampflok. Später gibt es dann die ersten Elektroloks, da dürft ihr euch auch schon mal drauf freuen. Aber diese sich annehmen, ich mag hier diese. Ist zwar realistisch mit der Dampflok, wir wollen ja ein bisschen was sehen. Außerdem will ich die Dampflok vom Bodensee sehen. Das muss ja. Das kann ja nur gut aussehen. Damit kommen wir in Friedrichshafen. Dann fahren wir mal entspannt hier ein. Und hoffen wir, dass die ersten Leute schon warten. Mal schauen. 6 Leute haben wir drin. Zug. Ist jetzt noch nicht das hohe finanzielle, was wir haben, oder viel Geld verdienen wir noch nicht, aber das kommt. Das kommt. Gemach, gemach, wie der Schweizer sagt. Nein, was wir. Ich werde mich jetzt erstmal nochmal hier in den Zug setzen. Und dabei ein bisschen auf den Bodensee und das Alpenpanorama da hinten schauen und das genießen. Dafür ist diese Karte prädestiniert. Einfach mal ein bisschen in Ruhe Dampflok gucken. Und dabei halte ich auch mal ein bisschen die Klappe. Das ist nämlich dann entspannt. Könnte man sich auch den ganzen Tag angucken, wie gesagt. Ich mag sowas. Und ihr wahrscheinlich auch, sonst würdet ihr das Video nicht gucken. Das ist einfach. Vor allen Dingen in letzter Zeit ein bisschen, also ich hatte ja im Transport immer gedacht, oh, Dampfloks. Aber durch die Kampagne und dadurch, dass ich ein bisschen, tatsächlich ein bisschen, also für mich alleine, ein bisschen noch gespielt habe, wo ich so 50er, 60er Jahre gespielt habe,
Mit Dampfloks? Das wäre mal ein Szenario, wenn ich mal Bock drauf hätte. Aber ich habe erst andere Sachen vor. So, jetzt geht's hier langsam wieder aus dem Bahnhof raus. Bisschen höher noch. Wir haben uns ein bisschen in der... Ach nee, wir haben uns gar nicht in die Landschaft eingegraben. Die Strecke war ja schon. Die Strecke hat sich ein bisschen in die Landschaft eingegraben. Lass uns mal drehen. Jetzt haben wir noch ein bisschen... Obwohl, so lange wir noch am Bodensee entlangfahren, schauen wir noch ein bisschen auf den Bodensee. Geht's hier durch den Güterbahnhof, der sogar schon elektrifiziert ist? Da kommt die Gegenlok mit dem ganzen Getreide. Da müssen wir auch mal genau gucken, ob sich das lohnt. Da wird jetzt schon ausgebaut. Ich wollte jetzt mal die andere Seite angucken, hier vor den Bergen. So. Gucken auch gleich mal direkt von vorne. Jetzt will ich nur den Dampflok vor den Bergen sehen hier. Ja, genau so wollte ich das haben. Wir kommen in... Wo sind wir? St. Gallen? Ja, ist doch geil. Einfach wunderschön. Den Alpen. Eigentlich müssten wir nochmal eine Alpenpassage, Alpenstrecke bauen. Habe ich letztes Mal auch nicht gemacht. Aber so eine Schikanen. Die heißen gar nicht Schikanen. Wie heißen denn diese Kurven, die so berghoch gehen? Schikanen? Ja. Ich glaube, die heißen anders. So. Jetzt hier rechts weiter. Ein Stückchen nach vorne. Komm, wir können mal ein bisschen von vorne gucken. Könnte man noch eine Postkarte von machen. Ich würde mal gerne ein Neuseeland-Szenario vielleicht auch fahren. Oder ein Neuseeland-Szenario mal machen. Wäre auch mal eine Idee. Ich habe so viele Ideen, auf welchen Karten ich gerne Transport für 2 spielen würde. Deswegen habe ich ja auch diese Umfrage vor kurzem gemacht. Oder jetzt vor ein paar Tagen. Und wie es weitergehen soll. Nur noch Transport für 2 mache, weil ich so viele Ideen habe. So viele gute Karten gibt es jetzt. Da freue ich mich schon so drauf. Rollen wir hier langsam in den Bahnhof ein. So, das war unsere kleine Mitfahrt mal von außen ein bisschen. Jetzt sind wir in Zürich und gucken uns mal wie die Finanzen an. Ertrag, ja, mit macht sie noch keinen Ertrag, aber müsste sie auch gleich mal machen. 1985. Ja, langsam sollte sie mal 19 Leute warten, die haben wir schon am Bahnhof. Steht schon wieder die Tram in Zürich, aber was habt ihr denn eigentlich für Probleme hier in Zürich? Kein Weg Elektrik, das ist doch Bullshit, das ist die ganze Strecke steht. Fehlen hier irgendwo Oberleitungen, was ist euer Problem hier? Jetzt steht er hier wahrscheinlich kein Weg elektrisch. Nee, er steht jetzt kein Weg elektrisch.
Also angeblich kommen die nicht vom... Ich schaue nochmal nach, ob ich was falsch eingestellt habe. Linie verwalten. Die kommen angeblich nicht vom... Ach, weil das sich das umgestellt hat. Ja, dafür kann ich aber jetzt aber auch nichts. Die sollen natürlich nicht von der Dorfstraße aus fahren. Die sollen von... Poststraße. Ja, Schulweg, genau. Sollen nach da fahren. So. Das hat sich umgestellt. Ja gut, das war natürlich... Ich wusste natürlich nicht im Spiel. Jetzt haben wir natürlich den Verkehr in Zürich angehalten und vor allen Dingen, wir haben wertvolle Zeit verschwendet und wir Geld verdienen sollten. Also wertvoll, wir haben auch Zeit, ganz ruhig, aber trotzdem kostet, hat uns das gerade nur sinnlos Geld gekostet. So, was sagt ihr hinten, wie wir stehen hier hinten? In Friedrichshafen stehen 28 Leute. Was ist eigentlich für ein Takt hier? Frequenz alle 11 Minuten. Alle 11 Minuten fährt ein Zug von Zürich nach... Nee, es war angegangen nass. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Transportfieber-YouTuber in dieses geile Panorama dieser Karte. Oder so ähnlich. In die Dampfloks. So. Ein bisschen schneller noch mal. Ich denke mal, so langsam sollten wir doch ins Positive kommen. Wie wir warten jetzt hier hinten? 32. Also 85 passen, glaube ich, in den Zug rein. Leute haben wir jetzt drin. Wir schauen noch mal, was die Finanzen sagen. 1,2 Millionen. Ja, aber das wird noch besser. Keine Sorge. Diese Strecke kann sich nur lohnen. Ja, guck mal, 47 von 85. Hier warten 52 allein schon. Und jedes Mal, wenn hier eine Tram ankommt, steigen ja wieder neue Leute aus, die da mitfahren wollen. Ja, sag mal, hier ist ein Fehler drin in der Strecke, fällt mir gerade auf. Ihr fahrt nämlich tatsächlich die Schillerstraße nur einmal an. Ach, ihr fahrt alle nur einmal an. Ja, das war... Da habe ich mal wieder Profi-Arbeit geleistet. Abzweig. Ihr sollt natürlich auf dem Rückweg auch die ganzen Stationen mitnehmen. So, sonst ergibt das wenig Sinn. Was sagt ihr? 62. Ja, 100.000 schon mal verdient. Ich überlege es natürlich. Oh, sehr gut. Im Personenverkehr gewährleistet bleiben. Und mit der Elektrifizierung von Strecken ließe sich langfristig sogar Geld sparen. Die öffentliche Erreichbarkeit erhöhen. 800, ja, das passt, das ist schon so. Jetzt sollen wir nur noch 500 Leute per Bahn transportieren. Das geht auch relativ schnell. Wenn der gleich in Zürich einmal ist, dann haben wir wahrscheinlich schon. Ne, nicht ganz. 32 Leute wird er da los. Noch einmal rüber nach Friedrichshafen. Dann haben wir es sogar schon erreicht. Ich überlege sogar, die Strecke gleich sogar mit zwei Loks auszustatten. So, jetzt ist er nämlich schon voll. Ich sage ja, das lohnt sich, die Linie. Wir haben auch tatsächlich die Strecke zwischen Schaffhausen und Zürich schon. Die hat schon Strom. Oder wir lassen zwischen Schaffhausen, Zürich und Luzern noch einen Zug fahren. Hatten wir nicht sogar den roten Pfeil im Szenario? Haben wir. Können wir aber nicht kaufen. Zufügen doch geht. Können wir noch einen zweiten? Ach, wir können den roten Pfeil kaufen. Natürlich super. Nutzen wir den doch.
Eine neue Linie. Bitte von hier nach hier. Da. Und wieder zurück. Dann nutzen wir hier den roten Pfeil. Dafür würde er sich ja anbieten, echt. So. Zack. Wir den ersten Elektrotriebwagen auf der Strecke. So, hier steht noch ein Lok drin. Steht echt im Depot eine Lok? Tatsächlich, ja, dann setzen wir die doch ein. Was macht die da? Im Depot. Ja, einmal kurz draufdrücken. Fahrzeug verwalten. Ach, das ist auch ein falsches Fahrzeug. Ach, die habe ich gar nicht zugewiesen. Ich bin ein Trottel. Natürlich, Lebensmittel Norden, der soll hier fahren. Okay. Dunkle Wolken ziehen auf. Die Stimmung unter den Nachbarländern wird zusehends feindseliger. Der Bundesrat hat beschlossen, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Er benötigt deine Hilfe, damit die Schweiz ihre Neutralität im Kriegsfall verteidigen kann. Es gilt, alle Vorkehrungen für den Ausnahmezustand zu treffen. Die Milizarmee soll mobilisiert und die Vorratsspeicher müssen gefüllt werden. Es ist ratsam, Reserven anzulegen, damit das Land einer Belagerung durch feindliche Mächte möglichst lange standhalten könnte. Gleichzeitig geht das Leben weiter und alltägliche Bedürfnisse wollen gedeckt werden. Wo ist eine südliche Speicher? Ihr habt gerade gesehen, den roten Pfeil konnte ich leider nicht verwenden. Das habe ich mir fast schon gedacht. Ich war gerade schon dachte, ich kann den verwenden, das ist ja super. Aber es geht natürlich nicht. Also hier haben wir noch eine Farm. Ich suche aber eigentlich den Kornspeicher im Süden. Den haben wir wo? Das ist eine Farm. Süd können wir auch draufdrücken. Ach hier, aber das wird mit Banff abgedeckt, ne? Ja, genau. Perfekt. Dann können wir eigentlich auch so laufen lassen, weil die eh versorgt werden. Vorratsspeicher. Städte versorgt 1 von 2. Dann wie viel sollten wir versorgen? 25%. Eigentlich unlogisch, dass wir Friedrichshafen auch versorgen können, weil die sind ja eigentlich gar nicht... Oder zählt Friedrichshafen nicht dazu? Das kann natürlich sein. Das wäre logisch, wenn Friedrichshafen nicht dazu zählen würde. Ich glaube aber nicht. Weil das ist ja nicht Schweiz, das ist Deutschland. Romanshorn. Wo ist denn der Versorgungszug? Von Norden, Lebensmittel Norden. Ich schau mal eben, was St. Gallen sagt. Wo die, das Gewerbe von denen liegt. Na, leider hier oben. Ich würde auch überlegen, ob ich den gar nicht in St. Gallen halten lasse, dass ich das mit LKWs mache. Ist, glaube ich, sinnvoller. So machen wir das auch, tatsächlich. Bisschen Überlandstraße, ja genau. Aber hier die Landstraße. Letztes Mal hatten wir auch noch nicht die Werkzeuge, weil das ja ein bisschen her, dass wir so krumm und gerade bauen können. Aber ich wollte das eher so krumm darüber haben, das passt schon. Dann hätte ich ganz gerne nämlich diesen, wo ist denn der Versorgungszug? Bist du das? Du bist der normale Personenzug. Du bitte. Lebensmittel Norden, Linie verwalten, St. Gallen rausnehmen. So, und St. Gallen bekommt jetzt. Habe ich die St. Gallen gerade rausgenommen? Was fährt ihr denn eigentlich? Warum fährt ihr denn Zürich zweimal an? Was habe ich denn hier schon wieder für einen Mist gebaut? Bringt da überhaupt nichts, Zürich zweimal anzufahren. Also der soll von... Warte mal, ich nehme die nur mal ganz kurz raus. Das ergibt für mich gerade wenig Sinn, die Linie. So, also nochmal. Wir starten hier, zack. Dann hier. So, perfekt. Haltestelle ist aber dann da. Ach, Luzern kann nur raus, ja. Sehr gut. Und jetzt müsste es passen.
St. Gallen bekommt jetzt LKWs. Gebäude. Wir brauchen hier mal Straßendepot. So. Kaufen wir. 3. Eine neue Linie hätte ich ganz gerne. Dafür brauchen wir erstmal neue Gebäude hier. Ja. Und zwar hier einmal die Sachen abholen. Können wir dazwischen bauen? Nee, geht nicht. Können wir es so bauen, dass wir beides hier mit abdecken? Ja. So. Dann passt das. Dann machen wir eine neue Linie. Nehmen da. Ach, 3 ist sogar zu viel. Ich würde da nur 2 nehmen, hätte ich gesagt. 3 und tschüss. Da dürfen wir St. Gallen auch ganz gut versorgt haben. Wie viel können die nochmal aufnehmen? 12. Ja, sollte passen. Was fehlt noch? Das ist der Zug. Er hat im Moment noch keine Rohstoffe drin. Sollte aber gleich haben. Ich wollte die Überlandtram bauen. Ne? Ich habe ja gerade probiert erst hier. Ach, jetzt habe ich hier auch Stromleitung gebaut. Naja, kann nicht schaden. Ne? Können wir zwischen Luzern und Schaffhausen tatsächlich schon Elektrozüge fahren. Ich wollte aber, ich wollte jetzt die Überlandtram bauen. Hätte ich jetzt mehr Bock, okay, drauf. Ich fand die Idee ganz cool. Ja, 600.000 finde ich ein bisschen viel. Wenn wir jetzt sagen, wir machen das so, hier durch, eigentlich hier hätten wir noch eine beste, wir hätten einfach so, komm, haben wir, machen wir. Jetzt mache ich aber was anderes raus, das ist nämlich meine Straße hier, Mainz, kann ich das nicht feststellen, geht das hier nicht, das wäre echt doof, weil ich will nicht, dass die mit dem Auto fahren. Nutzung, Schafffahrer, Landgewässer. Schwierigkeitsreiseziele. Das war, glaube ich, hier. Ich glaube, das kann ich nicht. Spielereigentum kann ich leider nicht ein. Doch, geht. Ich muss noch näher ran. Ha. Mainz. Hier dürfen keine Autos rüber. Der Tunnel ist Mainz. Weil sonst nutzen die Privatverkehr nämlich die Straße. Das hilft mir nämlich gar nicht weiter. Ich mache da gleich schon mal eine Busspur drauf, dass die bloß nicht auf die Idee kommt, damit Autos durchzufahren. Busspur. Ja. Und dann bauen wir hier ein Überlandtram. Oder machen wir das nächste Folge? Nächste Folge machen wir den Mitfahrt mit der Oberland. Wir bauen noch die Oberlandtram und dann für die nächste Folge gibt es dann den Mitfahrt mit der Oberlandtram. Überland, nicht Oberland. Überlandtram. Oberland, gibt es das? Ist das nicht eine Stadtteil von Wien? Wiener Oberland? Warum weißt du sowas? War ich auch noch nie, wollte ich auch mal hin. Aber jetzt sind wir erstmal in der Schweiz. Gibt es ein Szenario in Österreich? Ich glaube leider nicht. Wir haben, glaube ich, ein Szenario noch in Deutschland, aber in Österreich leider keins, soweit ich weiß. So. Wir das jetzt hier machen. Also ich würde hier auf jeden Fall eine Umsteigemöglichkeit machen zwischen den beiden. Dann hier. Genau. Hier. Falls sich die weiter ausbaut. Genau. Dann hier. Hier könnten wir auch LKWs sogar durchfahren lassen und das hier versorgen. Schaffhausen versorgen. Das wäre auch eine Idee. Machen das hier mal weg. Bauen die mal hier an die Kante. So, passt. Genau. Und dann bauen wir da Überlandtram raus. Ach, sind das Busspuren? Ne, wollte ich gar nicht. Ich wollte eine Tramgleise drauflegen. So, perfekt. Dann
würde ich sagen, fahren wir bis hier hinten, oder? Komm, ich mache das jetzt bis hier hinten. So, zack. Und dann so. Dann eine Station können wir noch, denke ich. Hier zwischen. Ich würde sagen, an der Kreuzung hier, dass hier alles abgedeckt ist. Sehr gut. Dann kaufen wir nochmal die Fahrzeuge. Und nächste Folge machen wir dann mit Fahrt mit der neuen Überlandtram. Das ist nicht, das sind die Busse. Hier. Wir müssen mal beobachten, dass da wirklich keine Autos rüberfahren. 1, 2, 3, 4. Weil das passt nämlich auch, weil die ja eigentlich nach Schaffhausen gehören, diese Trams. Neue Linie. Perfekt. Haben wir hier noch keine Tramgleise? Doch, haben wir ja, hat noch nicht kapiert, dass er Tramgleise hat. Okay, gut. Dann sehen wir hier die neuen Trams rausfahren. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Wenn es weitergeht, in der Schweiz. Und dann stehen uns die Kriegsjahre bevor, das kann ich schon mal versprechen. Und da wird die ein oder andere schwere Entscheidung für uns zu treffen sein. Und wir machen diese Folge eine Mitfahrt mit der Überlandtram. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge, macht's gut und tschüss.